vor 10 Jahren habe ich meine Heimat verlassen. Höchste Zeit zu schauen, was dieses überwältigende Land heute zu bieten hat. Ich will Freunde aus meiner Kindheit treffen. Das Leben hat uns zerstreut, über ganz Russland und darüber hinaus. Mit vielen von ihnen war ich im Jugendtheater. Unserer ehemaligen Theaterlehrerin stelle ich dazu ein paar Fragen. Meine erste Station ist Sankt Petersburg, das Venedig des Nordens. Darf ich vorstellen? Nadja, Hobbymodel und die hübscheste Frau der Welt. Ihre Karriere hat mit Bodyart angefangen und bald folgten zahlreiche Aufträge, auch zu Nacktshootings. Das ist meine Entspannung. Hier kann ich mich künstlerisch verwirklichen. Nadjuschka ist mein ganzer Stolz. Sie ist ein Mensch ohne Mängel. Vollkommen. Mir gefällt das, mich den Menschen zu zeigen, sie zu reizen. Es geht nicht um die Nacktheit. Mein Standpunkt ist der, man kann sich Mühe geben und schön werden, obwohl ich mich nicht unbedingt für schön halte. Ich war noch nicht so oft in Europa, aber wenn es um Shootings geht, dann steht Paris ganz oben. Mein Herz gehört Paris. Sie arbeitet wie eine professionelle Schauspielerin. Nach St. Petersburg ist sie gekommen, um an der Theaterakademie zu studieren. Ich habe ein schweres Unglück erlebt, als ich mir mein gesamtes Gesicht verbrannt habe. Ein Zirkustrick, der in die Hose gegangen ist. Meine Augenbrauen und Wimpern waren versenkt und ich hatte Verbrennungen im ganzen Gesicht. Wenige Tage später musste ich nach St. Petersburg für die Aufnahmeprüfung der Theaterhochschule. Ich habe es bis zur dritten Runde geschafft. Dann wurde mir direkt gesagt, Nadja, mit diesem Gesicht können wir dich nicht nehmen. Irgendwie ist es schade, dass sie nicht genommen wurde. Stattdessen hat sie dann Modedesign studiert. Aber sie kann noch alles schaffen. Bei ihr wundert mich gar nichts. Ich bin ein lebensfroher Mensch und finde es sehr schön, wenn sich alle um mich herum freuen und lachen. Das ist gut. Nachts werden die Brücken der Stadt geöffnet. Hier gehen wir mit Ilja spazieren. Anja, seine große Liebe, hat er im Jugendtheater kennengelernt. Heute ziehen sie gemeinsam 3 Söhne groß. Ich schwärme für Petersburg. Sie ist eine Art Jugendliebe. An sich hat diese Stadt nichts Besonderes. Trotzdem zieht es einen immer wieder hierhin, um auf alten Straßen zu spazieren oder am Ufer entlang zu gehen. Ilja ist schrecklich faul. Dabei ist er so ein talentierter Mann. Sein Ingenieurstudium hat Ilja abgebrochen. Momentan arbeitet er als Elektriker auf einer Baustelle. Wenn sich 2 Menschen aneinander reiben, vielleicht auch mal auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen, dann ist das nicht ganz ohne. Ich kann nicht für Anja sprechen, aber ich könnte auf keinen Fall ohne sie leben, zumal wir schon 3 Kinder haben. Als Schauspieler ist er nicht schlecht. Er passt in die Rolle des Helden, mit inneren Konflikten, aber er hat das alles hingeschmissen, warum auch immer. Aus einem unerfindlichen Grund vergessen wir, wie mühsam es ist, zur Welt zu kommen. Wir verschwenden all diese Kraft, ohne jemals wirklich zu leben. Daran sollten wir uns erinnern. Wir sollten dich öfter treffen. Leider hat man nicht immer die Möglichkeit. Wir werden wohl kaum mal nach Deutschland kommen. Bevor sie Ilja traf, lernte Anja Schauspiel. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie abbrechen. Anschließend sattelte sie um auf Kinderpsychologie. Ihre Seele, ihre Sanftheit, natürliche Nachgiebigkeit. Ich studierte damals hier in St. Petersburg, fuhr zu meinen Eltern nach Kasachstan und kam zum Jugendtheater, wo ich früher auftrat. Dann trieb es uns direkt auseinander. Es folgte jedoch eine intensive Korrespondenz. Wir haben uns 1 Jahr lang geschrieben. So einen Stapel Briefe haben wir noch. Ohne Internet. Welches Internet? Damals? Ich habe im Wohnheim jeden Tag nach Briefen für mich gefragt. Wenn es keinen Brief gab, war das eine Katastrophe. Sie ist ohne ihre Mutter aufgewachsen, bei einer Stiefmutter. Und was ihr damals in der Kindheit fehlte, möchte sie jetzt ihren Kindern geben. Hier gab es immer viele ausländische Studenten. Sie kamen, um ein 1/2 Jahr lang die Sprache zu lernen. Mit unserer Hilfe schafften sie das. Was ist denn so ansprechend an russischer Bildung? Die solide Basis des Studiums ist hoch angesehen. Die Studenten aus Asien sagten, wenn wir uns aussuchen können, wo wir studieren dürfen, dann in Russland. Da ist es billiger als in Europa. Mein Traum ist es, 1 Monat lang durch Russland zu fahren, zu zelten, in unterschiedlichen Städten zu leben und all die historischen Orte zu sehen. Und die Mücken?
Das ist normal. Mücken sind Freunde, wir werden uns schon verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber ich hatte eine OP. Der Arzt hat mir gesagt, dass ich quasi unfruchtbar bin. Wenn ich überhaupt Kinder möchte, dann soll ich sofort anfangen. Das haben wir gemacht. Die Unfruchtbarkeit ist ausgeblieben. Nicht jeder hat so ein Glück. Ich freue mich wirklich sehr für sie. Diese unglaublich starke Frau ist das Paradebeispiel russischer Gastfreundschaft. Schweren Herzens verabschieden wir uns von St. Petersburg. Noch eine lange Reise liegt vor uns. Der nächste Back to Russia-Film führt uns nach Sibirien im Hochsommer. Thank you.